Wer hat Grund zu jubeln? Ich tippe als erstes auf Dieter Ferner, denn der Coach ist nicht nur zufrieden mit gelungenen Standardaktionen, nein, auch die Tore, sie passen und vor allem das Zusammenspiel der Mannschaft. Auch gestern ein Kriterium gegen die kleinen Geißböcke, gegen den ersten FC Köln 2. Beim Gastspiel in Köln erfolgreich, der erste FC Saarbrücken nicht zuletzt durch eine klasse Mannschaftsleistung. Frank Rundhefer. Enver Marina war der Matchwinner. Und das, obwohl der erste FC Saarbrücken gleich 3 Torschützen hervorbrachte. Doch der Torhüter des FCS war der beste Spieler in einer insgesamt starken Mannschaft. Und seine Bescheidenheit spricht für ihn. Mein Abwehr stand ziemlich konstant in letzter Zeit. Und eigentlich, ich bin froh, dass nicht so viel kommt. Aber was kommt zum Beispiel heute, ich muss auch das halten. Köln dominierte die Anfangsminuten und Enver Marina war gefordert von der ersten Sekunde an. Und einen solchen Ball hält nicht jeder Torhüter in der Regionalliga. Kölns Simon Terodde hatte dieses eigentlich ungleiche Duell gegen den Saarbrücker Torhüter verloren. Obwohl der Angreifer die besseren Aussichten auf Erfolg hatte, eine Volleyabnahme aus 5 Metern könnte man als eigentlich unhaltbaren Ball bezeichnen. Der verletzte Kapitän des FCS, Marcel Rosgoni, wollte gar nicht hinschauen, denn der erste FC Köln war gut in die Partie gekommen. Doch die stark ersatzgeschwächte Mannschaft von Dieter Ferner reagierte. Girgic mit gewohnt physischem Einsatz. Und dann Nico Weißmann. Das 0:1 erzielt vom Herz, von der Seele des Saarbrücker Spiels. Saisontreffer Nummer 5 für den Spielgestalter der Saarländer. Ein ganzes Team freut sich zusammen. Zusammenhalt scheint sowieso ein Schlüsselwort dieser Mannschaft zu sein. Hervorzuheben der Einsatz von Velimir Girgic, auch wenn er nicht trifft. Seine Präsenz ist eine Bereicherung des Saarbrücker Spiels. Und Nico Weißmann mit Genauigkeit statt Wucht. Und das hatte gereicht, um die Führung zu erzielen. Jeder, der heute im Stadion war, hat gesehen, dass die Mannschaft auf dem Zahnfleisch geht. Und aus diesen Gründen ist die Leistung heute umso höher zu bewerten. Saarbrücken gewann die Zweikämpfe. Ein Beispiel hierfür die Entstehung des 0:2. Zeitz auf Weißmann. Dieser ordnet den Angriff über die Außenbahn an. Und Nico Zimmermann spielt all seine Stärken aus. Und am Ende dieser Staffette lauert der mit neuem Selbstvertrauen ausgestattete Samer Mosain. Das 0:2 nur 3 Minuten nach dem 0:1. Nach 15 Minuten lag Saarbrücken komfortabel in Front. Und wieder freuen sich alle gemeinsam und die 350 mitgereisten FCS-Fans feierten ein Fest. Sie hatten das Team 90 Minuten großartig unterstützt und die Mannschaft dankte es mit Toren. Samer Mosain, er spielt seit 4 Partien von Beginn an und trifft zum 2. Mal in Folge. Man hat uns ja oft vorgeworfen, dass wir viele Torchancen liegen lassen. Heute haben wir aus 2,5 Chancen 3 Tore gemacht und ja, das muss auch mal sein. Saarbrücken hatte eine gute Mannschaft besiegt. Auch darauf können die Spieler von Dieter Ferner stolz sein. Die Kölner gaben auch nach dem 0:2 nicht auf, kamen noch vor der Pause zum Anschlusstreffer. Stefan Salger mit dem 1:2 nach 36 Minuten. Nicht umsonst trennten den FCS und den FC Köln vor der gestrigen Partie nur 3 Punkte. Aber Dieter Ferner wollte einen Sieg. Eine solche Aussage brauchte er aber gar nicht zu tätigen, denn die Körpersprache sagte alles aus. 1:2 zur Pause, dem FCS wurde beileibe nichts geschenkt. Wir sind auf einen starken Gegner getroffen. Die Kölner haben gut kombiniert von hinten raus. Wir haben dann zum Glück zur richtigen Zeit immer die Tore gemacht. Und gut, wenn es dann 3:1 ausgeht, hat man verdient gewonnen. Marcel Rosgoni ging zum 2. Abschnitt in den Fanblock. Der Kapitän als Anhänger der eigenen Mannschaft, die sich dann einem hitzigen Kampf stellen musste. Manuel Zeitz zog sich hier eine Platzwunde zu. Kampf war nun angesagt. Wenn man das an meinem Kopf sieht, kann man das schon so sagen. Also das war ein Spiel auf einem schlechten Platz, wo beide Mannschaften sich nichts geschenkt haben. Ja, dann kommt so ein Spielzustand, wo jeder 90 Minuten kämpft und ja, wir waren der Sieger am Ende.
Macht das auch Spaß? Ja, klar macht das Spaß. Also es ist besser, wenn die Spiele intensiv sind und man danach weiß, was man geschafft hat. Und dann noch ein Sieg und alles ist wunderbar. Rudelbildung gab es nicht nur einmal. Es war eine anstrengende 90-Minuten-Schicht für das Schiedsrichter-Trio. Das war mit kratzenweißen Spucken, da war alles drin in dem Spiel. Aber Fußball ist trotzdem, dass der Frauenfußball heute ziemlich hochgehangen wird, immer noch Männersport. Und Saarbrücken musste dagegenhalten, denn Köln forderte den FCS nun heraus. Aber Enver Marina ließ nichts zu. Der Torhüter gestern ohne Fehler. Und von den Rängen kamen Energieschübe für die Mannschaft. Diese brauchte noch einen dritten Treffer, um das Spiel endgültig zu entscheiden. Und tatsächlich, Pedro Berafato, zuvor eingewechselt, gelingt das 1:3. Und jetzt war die Kölner Gegenwehr gebrochen. Der dritte Saarbrücker Treffer in der 73. Minute hatte auch dem letzten Kölner die Moral geraubt. Der FCS hatte 3 Punkte in der Tasche und eine emotionale Partie für sich entschieden. Mit einem Kraftakt des Kollektivs. Uns kann es darauf an, heute hier 3 Punkte zu holen. Die haben wir geholt. Viele Mannschaften werden hier nicht mit 3 Punkten nach Hause fahren. Ich bin heute, muss ich sagen, ein bisschen stolz auf die Mannschaft. Weil sie sich auch in aufgeladenen Phasen clever verhielt. Rot sah der Gegner, Matuschik nach 76 Minuten. Und der Torschütze zum 1:0 durfte resümieren. Ich denke, im Gegensatz zu den Jahren vorher ist das wirklich jetzt eine Mannschaft mit einem tollen Trainer. Und ich denke, die Ergebnisse sprechen auch für sich, für den Charakter der Mannschaft. Wieder ein Beleg mehr, wenn die Chemie in der Mannschaft stimmt, dann kommt auch Zählbares für den Verein heraus. Ganz wichtige 3 Punkte für den ersten FC Saarbrücken, denn es war gegen einen direkten Konkurrenten um einen der vorderen Plätze. Die Sportfreunde Lotte, 2:1 Sieger gegen Borussia Mönchengladbach 2, gestern das 0:0 von Eintracht Trier gegen Mainz 05 die zweite und der Sieg des ersten FC Saarbrücken beim ersten FC Köln 2. Ausgefallen die Partie Preußen-Münster gegen Waldhof Mannheim wegen Unbespielbarkeit des Platzes. Bayer Leverkusen 2 gegen Fortuna Düsseldorf 2, 1:1. Elversberg gegen Kaiserslautern 2, wie gesehen. Und Wormatia Worms gegen Schalke 04 2, 1:2. Ein Blick auf die Tabelle. Lotte und Saarbrücken im Gleichschritt vorn, dahinter mit jetzt 6 Punkten Abstand. Bochum 2 allerdings bei einer Partie weniger. Auch Preußen-Münster auf Rang 4 hat ein Spiel weniger ausgetragen. Köln 5. Trier 6. In der zweiten Tabellenhälfte dann am Ende Waldhof Mannheim, Bonn und Wormatia Worms. Und auf Rang 12 die SV Elversberg.